dann mit umso mehr Kids dann auch trainieren können. Zu der Frage, ja, ich habe angefangen eigentlich gar nicht im Tor, sondern war eigentlich als kleiner Junge war ich eigentlich Feldspieler und habe auf der Straße angefangen, also so wie man es halt kennt, mit Freunden zusammen ein Tor gebastelt und haben dann eigentlich immer so ein bisschen gekickt, auch ohne Torhüter, bis dann einer der Freunde gesagt hat, ja, komm doch mal in den Verein, vielleicht hast du Lust da mit uns halt zusammen zu spielen, da können wir auch auf Rasen spielen, müssen wir nicht immer auf der Straße spielen, zwischen den Autos. Und bin eigentlich dann durch den Verein, bin ich dann in der F-Jugend dann Torhüter geworden, relativ früh. Bin aber eigentlich immer Feldspieler dann geblieben als Kind. War aber im Verein dann doch Torhüter. Und was mir dann später eigentlich dann sehr geholfen hat, weil heutzutage der Torhüter auch der letzte Feldspieler hinten drin ist sozusagen und auch als Libero dann agieren muss. Hab dann mit 5, 6 Jahren angefangen im Verein und bin dann mit 15 Jahren dann zur Jugend des FC Bayern. Bin dadurch dorthin gekommen, weil dann durch Kreisauswahl, also wieder dann von Stufe zu Stufe geht es dann immer weiter höher, Kreisauswahl, Bezirksauswahl, Bayernauswahl und dann war halt dann der Schritt zur Jugendnationalmannschaft und dann ist halt auch der FC Bayern auf mich aufmerksam geworden und hat mir dann das Angebot dann sozusagen unterbreitet, dann dort spielen zu dürfen. War eine riesen Zeit für mich. Sehr trainingsintensiv, muss ich sagen, aber war eine sehr schöne Zeit, habe sehr viel erlebt dadurch, bin auch durch ganz Europa reisen können sozusagen und war dann dort bis zur A-Jugend und bin dann von der A-Jugend des FC Bayern dann direkt nach Unterhaching und habe dann auch dort einen Profivertrag unterschrieben und war dann auch gleich Stammtorhüter und konnte dann als junger Torhüter dann auch gleich Erfahrung sammeln, was als Torhüter wahnsinnig wichtig ist, weil man als Torhüter auch spielen muss. Man muss spielen, spielen, spielen. Ich denke, das auch gerade im jungen Alter ist das sehr wichtig. Hab dann dort 5 Jahre gespielt, ein Jahr in der Regionalliga, das war das erste Jahr, also jetzt dritte Liga und dann 4 Jahre zweite Liga und bin dann von dort aus dann nach Bochum 2007 und bin dann dort jetzt seit 3 Jahren. Bin mittlerweile 27 und jetzt komme ich in mein 10. Profijahr. Zehntes Profijahr, mit 17 bin ich Profi geworden. Das war so der Kurzdurchlauf meiner Karriere, kann man so sagen. Und du hast ein großes Vertrauen, dass in Bochum noch was Positives passiert, hoffentlich auch wieder der Aufstieg in die erste Liga. Du hast deinen Vertrag um 3 Jahre verlängert. Ja, ich habe im Februar den Vertrag um 3 Jahre verlängert, das stimmt. Da waren wir aber noch Tabellen-11er, glaube ich, der Bundesliga und haben eigentlich ab dann kaum nur noch einen Punkt geholt und sind deswegen dann auch leider abgestiegen dann am Schluss. Das ist aber jetzt noch eine längere Geschichte, dass wir den Rahmen sprengen. und habe jetzt für 3 Jahre weiter unterschrieben in Bochum und bin auch froh, dass ich da auch eine Erfahrung sammeln konnte, dann außerhalb der Landesgrenzen von Bayern. Bin ganz froh, dass ich die Erfahrung machen darf. Wie sieht das aus in so einem Bundesliga-Verein? Wie oft hat man da Torwarttraining? Wie bist du im Mannschaftstraining mit eingebunden? Es ist so, dass ich eigentlich täglich Torwarttraining habe. Als Profi ist es so, dass man das praktisch, wie der Name schon sagt, als Beruf ausübt. Täglich auch dann auch beim Training ist oder auch zweimal trainiert, in der Vorbereitung auch dreimal. Und man hat eigentlich tägliches Torwarttraining. Speziell auch gerade das Warmmachen wird nur vom Torwarttrainer, vom speziellen Torwarttrainer übernommen. Da kann man sagen, dass ich eigentlich als Profi täglich Torwarttraining habe, weil ich auch speziell auch einen Torwarttrainer habe. In der Jugend ist es ein bisschen schwieriger, weil man da nicht immer ein Torwarttraining organisieren kann, weil auch dann der Mannschaftstrainer nicht sich immer dann um die Torhüter kümmern kann. Das ist ein bisschen schade, aber gerade im Jugendbereich ist es wichtig, dass man speziell auch Technik, Taktik auch trainiert im höheren Alter, auch dass man speziell auf die physischen Bedürfnisse eines Torhüters eingeht. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man auch im jungen Alter ein Torwarttraining bekommt. Früher, also wie ich noch ganz jung war, schon 40 Jahre her, hat es immer geheißen, die Kleinen, die Dicken ins Tor, die nicht Fußball spielen können, das hat sich jetzt irgendwie schon geändert. Also der Torwart, glaube ich, hat auch in der öffentlichen Wahrnehmung eine ganz andere Position wie früher, auch schon im Jugendbereich. Absolut, also wenn man zum Beispiel die Weltmeisterschaft sieht, die jetzt war im Sommer, sieht man, dass der Torhüter wirklich der letzte Mann oder auch Libero ist. Liegt auch daran, es sind ein paar taktische Veränderungen, die sich jetzt auch ergeben haben in den letzten Jahren. Auch jetzt durch die Regel, dass es auch keine Rückpassregeln mehr gibt, ist der Torhüter als Feldspieler wahnsinnig eingebunden. Von daher ist es auch wahnsinnig wichtig, dass ein Torhüter auch Fußball spielen kann. Ich hatte das Glück, dass ich eigentlich in der Schule oder halt auch privat immer im Feld gespielt habe und dann auch lieber Tore geschossen habe. Und das hat mir wahnsinnig dann auch geholfen, dann im späteren Alter dann auch dann bei einem Rückpass nicht, ich möchte jetzt sagen, wie ein Oliver Kahn den Ball umläuft und dann mit rechts spielt, sondern auch mal mit links den Ball spielen kann. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Und da muss man auch ein bisschen die Mischung finden. Deswegen ist das Torwarttraining auch wahnsinnig wichtig.
bevor wir gleich zu den vielleicht drei wichtigsten Sachen kommen im Torwarttraining, so als Start für unsere Einteilung dann.